bekommt man ab dem 01.01.2019 vom Arbeitgeber als Dienstwagen einen Plug-in-Hybriden oder ein Elektroauto zur Verfügung gestellt, das man auch privat nutzen darf. So muss man nur noch die Hälfte versteuern. Das ist doch total prima, oder etwa nicht? Meine Meinung dazu in diesem Video. Zum grundlegenden Verständnis der sogenannten Dienstwagenbesteuerung ein paar Worte noch dazu, um das besser einordnen zu können. Wenn man vom Arbeitgeber ein Auto zur Verfügung gestellt bekommt, das man auch privat nutzen kann, hat man ja gegenüber Mitarbeitern, die eben kein Auto zur Verfügung gestellt bekommen, einen Vorteil. Steuerlich nennt sich das dann geldwerter Vorteil. Der wird entweder angesetzt, indem die Privatfahrten und die Dienstfahrten per Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Dann muss man halt nur den Privatanteil versteuern. Oder wenn der Privatanteil relativ hoch ist oder man schlicht und einfach keine Lust hat, ein Fahrtenbuch zu führen, dann wird das pauschal über die sogenannte 1%-Regelung gemacht. Das heißt, 1% des Bruttolistenpreises wird sozusagen als Lohnerhöhung in die Lohnsteuerabrechnung hineinbezogen. Dazu kommen dann noch für jeden Kilometer, den man von der Arbeitsstelle entfernt wohnt, 3 Promille des Bruttolistenpreises des Autos. Und zwar immer des Neupreises des Autos. Also auch wenn man einen alten Golf für 500 Euro kauft, der mal 10.000 Euro gekostet hat, so ist die Berechnungsbasis eben diese 10.000 Euro. Das soll jetzt im nächsten Jahr für 3 Jahre, also von 2019 bis einschließlich 2021, abgesenkt werden auf 0,5% statt 1%. Im Gesetzentwurf steht nichts dazu, wie die Entfernungspauschale gehandhabt wird. Es wird von einer Halbierung der Steuer gesprochen, also theoretisch müssten auch diese 3 Promille dann halbiert werden. Praktisch wird sich das zeigen. Das Ganze soll ein Anreiz sein, dass Firmenwagenfahrer auf Elektromobilität umsteigen. Wenn man bedenkt, dass ab der Fahrzeugklasse Audi A4, BMW 3er C-Klasse ungefähr die Mehrheit, bei weitem die Mehrheit der Fahrzeuge Firmenfahrzeuge sind, macht das durchaus Sinn. Nehmen wir jetzt mal einen Mitarbeiter, der in der Golf-Passat-Größe ungefähr ein Fahrzeug hat. Sagen wir mal, er fuhr bisher als Dienstwagen einen Volkswagen Passat GTD für Listenpreis 40.000 Euro. Und er steigt jetzt um auf einen Golf GTE, also den Plug-in-Hybriden vom Golf, auch für 40.000 Euro. Er wohnt ungefähr 10 Kilometer von der Arbeitsstelle weg. Er kann also jetzt alle Fahrten, so er beim Arbeitgeber laden kann, ohne irgendwelche Zusatzkosten zu haben, elektrisch erledigen. Die Dienstfahrten sind vielleicht auch noch in einem geringen Umkreis und er kann immer wieder nachladen. Das heißt, er wird unter der Woche komplett elektrisch unterwegs sein können. Vielleicht kann er auch noch zu Hause nachladen und kann dann auch am Wochenende die kürzeren Touren komplett elektrisch fahren. Und braucht dann nur auf den längeren Strecken, um die Schwiegereltern zu besuchen oder in den Urlaub zu fahren, den Verbrenner. Jetzt wird wahrscheinlich der Golf GTD mit dem kleinen Benziner dazu nicht wesentlich mehr verbrauchen als der GTD vorher. Es sei denn, besagter Fahrer ist einer von der Sorte, die immer nur Vollgas kennen. Gehen wir mal davon aus, dass er ein bisschen vorsichtiger mit dem Gaspedal umgeht. Wird also nur unwesentlich mehr verbrauchen auf der Landstrecke als vorher mit dem Diesel, aber die ganze Woche ist er lokal komplett emissionsfrei. Vielleicht hat er sogar schon länger mit dem Gedanken gespielt, so ein Fahrzeug anzuschaffen, sieht durch den GTE, dass E-Mobilität eben nicht mit vielen Einschränkungen und Problemen verbunden ist und bestellt danach einen Nissan Leaf oder einen E-Golf oder sonst was.
Das Gesetz hätte dann voll seine Wirkung entfaltet, E-Mobilität gefördert. Soweit, so gut. Ich sehe aber eher ein riesengroßes Problem bei anderen Firmenwagenfahrern. Nehmen wir mal einen kleinen Unternehmer wie mich selber, der fährt einen Volvo XC90 D5 Diesel. Hat es immer eilig auf dem Weg zu den Kunden, hat es immer eilig auf dem Weg am Wochenende zu seinen diversen Hobbys und kennt nur Vollgas. Er braucht mit dem XC90 D5, sagen wir mal 10 Liter im Schnitt, und ist 50.000 Kilometer im Jahr damit unterwegs. Jetzt steigt er um auf einen XC90 T8. Hätte er vorher nicht gemacht, weil das ist alles so kompliziert und der Tank ist kleiner und er verbraucht mehr. Aber jetzt durch die Absenkung der Steuer, jetzt rechnet sich das für ihn und er findet das eigentlich auch ganz gut, jetzt auf einmal 400 PS zu haben. Diese ganze E-Mobilitätsgeschichte, die interessiert ihn aber eigentlich gar nicht. Das heißt, er will den nicht aufladen, er will auch nicht die Fahrweise anpassen. Nö. Will er nicht. Er will 407 PS, beziehungsweise jetzt beim aktuellen Modell 390 PS. Er fährt also weiter, immer alles, was geht, wird statt der bisherigen 10 Liter 14 Liter mehr verbrauchen. Ich bin ein paar Mal beim gleichen Modell von einem starken Diesel auf einen starken Benziner umgestiegen. Das waren bei mir immer, als ich damals noch sehr schnell fuhr, 5, 6 Liter mehr. Gehen wir mal davon aus, dass der T8 vielleicht nur 4 Liter mehr braucht. Dann verbraucht er jetzt also statt 10, 14 Liter auf 100 Kilometer. Und im Gesamten bei, sagen wir mal, 50.000 Kilometer Jahresfahrleistung verbraucht er dann also statt 5.000, 7.000 Liter. 5.000 Liter Diesel zu 7.000 Liter Benzin. Da ist der Umweltgedanke schon mal völlig hinüber. Macht keinen Sinn. Dazu kommt dann auch noch, dass der Wagen, wenn er ständig in hohen Geschwindigkeiten bewegt wird, überhaupt nicht über den E-Motor bremsen kann. Der wird erst bei 125 km/h ungefähr eingekoppelt. Das heißt, es wird weder die Rekuperation genutzt, und zusätzlich werden die eigentlichen Scheibenbremsen viel mehr benutzt als zum Beispiel bei einem T6, schlicht und einfach, weil der T8 viel, viel schwerer ist, durch den schweren Akku und durch den E-Motor. Das heißt, auch bei der Feinstaubbelastung ist er schlechter, der T8, wenn er richtig getreten wird, im Vergleich zu einem T6 oder einem D5 Diesel. Umweltgedanke, völlig fehl am Platz. Interessiert dann scheinbar nicht. Und das Ganze könnte man sogar noch hochdeklinieren und man nimmt einen Porsche Panamera Turbofahrer, der auf einmal dann sagt, jo, bei halbem Steuersatz nehme ich den Turbo SE Hybrid, also das tippitoppi Supermodell beim Panamera, ähnlich wie der T8 beim XC90 das ist. Auch der wird unter Umständen überhaupt kein Interesse an E-Mobilität haben, sondern einfach diese 680 PS statt nur 550 beim normalen Panamera Turbo nutzen wollen. Umweltgedanke, auch hier wieder null. Was heißt aber jetzt diese 0,5% Versteuerung? Nehmen wir mal wieder den Golf GTD-Fahrer, der jetzt den GTE fährt. Der wird, sagen wir mal, er hat einen Steuersatz von 30%. Übers Jahr knapp 1.000 Euro weniger Steuern zahlen. Klingt erstmal gut. Ohne Zweifel. Der XC90-Fahrer, gehen wir mal davon aus, er verdient auch ein bisschen mehr, hat einen Steuersatz von 40%. Der wird schon 2.800 Euro im Jahr an Steuern sparen. Und beim Panamera Turbo SE Hybrid sind es, gehen wir vom Spitzensteuersatz aus bei einem Auto für 200.000 Euro, muntere 7.000 Euro, die der gute Mann im Jahr spart zu einem normalen Panamera Turbo. Irgendwie
ist diese Subventionierung für mich ein bisschen fehlgeleitet. Es geht mir hier in keinster Weise um irgendeine Sozialneiddiskussion oder sowas. Ich sitze hier in einem Auto für 100.000 Euro, da bin ich bestimmt der Falsche, um solche Ansätze zu haben. Aber es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass die Topmodelle aus Baureihe, nur weil sie durch Zufall einen Akku und einen E-Motor dabei haben, gefördert werden im Rahmen einer E-Mobilitätsförderung. Das macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn. Wenn jetzt der XC90-Fahrer nächstes Jahr zum Beispiel einen Audi e-tron, also nicht den Q7 e-tron, sondern den e-tron, also das neue Elektromodell, bestellt. Auf jeden Fall soll der dafür auch gefördert werden, auch über die Steuer, weil er fährt ein echtes Elektroauto, er ist auch bereit, sich mit den entsprechenden Kompromissen, auf die entsprechenden Kompromisse einzulassen. Alles gut. Wenn der Panamera-Turbo-Fahrer dann umsteigt auf ein Tesla Model X oder auf den Porsche Taycan, wenn er dann kommt, das wird das erste E-Auto von Porsche sein. Alles gut. Ziel der Förderung ist erreicht. Aber leistungsstarke Plug-in-Hybriden zu fordern, halte ich, auch wenn das komisch klingt, weil ich fahre gerade in exakt so einem Auto, halte ich für komplett falsch, komplett fehl am Platz. Das macht umweltpolitisch absolut keinen Sinn, das macht im Grunde auch steuerpolitisch keinen Sinn, weil Leute Steuergeschenke bekommen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen, nämlich sich der E-Mobilität wirklich zuzuwenden. Also von daher geht für mich das Ganze am Thema vorbei. Ich werde natürlich diese Subvention, so sie denn auch wirklich gesetzt wird, nächstes Jahr gerne mitnehmen. Dieses Auto läuft im Leasing im November 19 aus. Und dann werde ich einen neuen bestellen, der auf jeden Fall einen E-Anteil haben wird. Aber ja, das nehme ich mit, weil ich es bekommen kann. Aber ob das berechtigt ist, wenn ich jetzt nicht ein reines E-Auto bestelle, aus meiner Sicht definitiv nicht. Ich weiß, ich ecke mit der Meinung jetzt wahrscheinlich mal wieder an, aber es ist halt meine Meinung. Ihr Stefan Lenz.